So, willkommen zurück zu einem neuen Video, heute mit den vier neuen Bars 1920 Düften, die ja, kürzlich erst erschienen sind. Tatsächlich habe ich die schon in Mailand Anfang dieses Jahres getestet, war da eigentlich recht, ja, na, euphorisiert will ich es jetzt nicht nennen, aber ich fand sie gut, sagen wir es einfach mal so, ne? Hab die jetzt allerdings alle vier nochmal ein bisschen intensiver ausführlicher natürlich jetzt getestet, werde ich euch jetzt auch gleich vorstellen, logischerweise. Das hat sich dann ein bisschen gedämpft tatsächlich, nichtsdestotrotz eigentlich zum Teil, ja, paar coole Dinger dabei. Ich habe leider kein Flakon zum Zeigen, dementsprechend wieder nur Bilder heute. Ja, wir starten mit dem allerersten Duft, der Duro Café, der ist, ja, ein schöner, wirklich, wie der Name schon sagt, herber, so ein richtig kräftiger, herber Kaffeeduft. Man merkt auf jeden Fall diesen durchaus markanten Schuss Honig. Also es ist wirklich so ein richtig schön authentischer, frischer Honig, der da noch mit reinkommt. Wie gesagt, der sehr kräftige, ganz intensive, dunkle, schwarze Kaffee. Man merkt auch so ein bisschen so eine herbe Schokonote, so wirklich so zartbitterartig. Also in diese Richtung natürlich die Vanille in der Basis, die dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Süße verleiht. Auch die ist anfangs schon erkennbar. Wirklich, also so Leute, die so kräftige Kaffeedüfte mögen, die allerdings, jetzt, ich sag mal, nicht zu stechend intensiv sind, sondern einfach noch ein bisschen so eine Rundung durch die süßen Elemente haben, ist das, glaube ich, ganz cool. Aber schon, klar, Kaffee fokussiert offensichtlich, ne? Es wird so ein bisschen ambrierter, diese dunkle Schokoladennote, finde ich, gibt so ein bisschen mehr Gas, die wird noch ein bisschen intensiver, diese Kaffeenote zieht sich auch so über die nächsten Stunden immer mehr zurück, muss man sagen. Und es wird tatsächlich so hinten raus, dann 3, 4, 5 Stunden aufwärts, ja, so ein bisschen säuerlich fast schon. So eine durchaus auch hier eher herbe Rosennote kommt noch mit dazu. Und klar, so diese süßlichen Elemente à la Vanille und so, die sind immer noch unten drunter und die geben dem Ganzen einfach, ja, wie gesagt, den süßlichen Kontrast einfach mit bei. Allerdings oben drüber wird dann der Kaffee und so weiter ein bisschen ausgewechselt durch, wie gesagt, so eine was Säuerliches, eher ein säuerlicher Kaffee dann vielleicht, ne? Und diese, ja, leicht herbe Rosennote hat man ja oft, diese Mischung. Kaffee und Rose gibt es ohne Ende. Und ja, ich muss sagen, hier ganz gut umgesetzt, schön gemacht. Gefällt mir auch qualitativ echt gut. Performance war bei eigentlich allen recht ähnlich, sage ich mal. Nichts Überwältigendes, aber so im durchschnittlichen Bereich. Irgendwo so 8 Stunden plus minus wahrnehmbar. Ne? Also bringt ja nichts klar. Die meisten Düfte halten irgendwie 20 Stunden auf der Haut, nur kriegt die dann kein Mensch mehr mit. Da muss man so die Nase so in die Haut bohren gefühlt, aber was bringt mir das? Ne? Dementsprechend eher, es geht ja eher um die Wahrnehmung auch. Und die ist hier eher so im durchschnittlichen Bereich bei allen. Trotz dieser durchaus kräftigen und starken Noten hat mich ein bisschen gewundert. Aber alles in Ordnung, so gesehen. Ist kein Montal, wie heißt der, Kaffee Intens Kaffee, so rum. Brecher, der ist dann nochmal ein bisschen stärker und halt auch süßer, aber auch wesentlich synthetischer. Ja, der nächste ist der Fondentarancio. Uiuiui, schweres Wort zum Aussprechen. Ja, wir haben hier, wie im Namen schon, eine Orange drin und das merkt man auch anfangs. Es ist so eine richtig schöne, starke, auch hier kräftige Orange, Orangennote, die durchkommt. Fast so ein bisschen, ja, Orangensaft-mäßig auf jeden Fall. Ich würde sagen, gemischt mit Grapefruit, irgendwie sowas. Es ist noch so eine bittere Zitrusfrucht auf jeden Fall mit drin, die, auf jeden Fall auch ziemlich stark durchkommt. Ich habe die Noten gar nicht so genau vor mir, muss ich ehrlich sagen. Aber diese Orangennote bekommt dann, ja, nach und nach immer so einen schokoladigen Mitspieler, sage ich jetzt einfach mal. Wird ein bisschen süßer, nochmal ein bisschen, ja, schwerer einfach der ganze Duft, eben süßer einfach, ja. Orange, Schokolade, auch hier kommt ja der Verdacht an diese Softcakes auf, muss man sagen, diese orangen Schoko-Softcakes, die es gibt. Und das ist, finde ich, eigentlich auch so ein bisschen, ne, der generelle Tonus des Duftes, also diese orangig, ja, mandarinenartigen Zitrusfrüchte gepaart mit einfach dieser Schokonote, relativ
süßlich dann mit der Zeit, aber nicht so zu erdrückend. Also es wirkt angenehm, es wirkt ausbalanciert, muss man wirklich sagen. Es ist jetzt irgendwie nicht zu krass alles. Hinten raus wird es dann aber eher ein bisschen sauber, moschusartig. Ist nicht mehr so viel von der Süße und den Zitrusfrüchten sowieso nicht mehr da, muss man ganz klar sagen. Logisch, die halten ja auch nicht so lange. Es wird so ein bisschen, ja, so hellfloral sauber gefühlt hinten raus. Also eher so ein bisschen ein weicherer Duft dann gegen Ende. Eigentlich wirklich so ein schöner Duft. Also sehr, sehr schön. So ein bisschen gute Laune mäßig. Angenehm zu tragen. Jetzt irgendwie nicht zu gourmandig irgendwie, sondern alles so, naja, diese Stadt. Ja, ist gut ausbalanciert. Und wirklich, ja, angenehm. Aber halt, der war doch mal ein bisschen auf der schwächeren Seite. Ne? Also der war jetzt nicht so der Überbrecher verglichen mit dem Kaffee, der war noch mal ein bisschen stärker. Aber wie gesagt, die sind alle nicht ultra krass oder so. Ja. Der dritte, der Rebus, das war für mich wieder so ein bisschen Le Mal-Verschnitt. Ganz klassischer Le Mal. Ein bisschen rasierwasserartig, viel Lavendel drin. Ja, man merkt auch diese sehr düstere, ein bisschen raue, feiche Note, die auch durchkommt, aber eher im Hintergrund noch. Und anfangs, wie gesagt, also sehr, sehr ähnlich mit einem Le Mal, muss man echt sagen, so das Opening. Super vergleichbar. Allerdings eher vielleicht mit einer älteren Version, weil man hier, muss man sagen, die Noten ganz gut rauskriegt, bei den neuen ja eher schwieriger. Von dem her. Ganz gut, so von der Qualität her. Es wird allerdings dann doch ein bisschen anders. Ne? Ich finde, man kriegt so ein, ja, so ein leicht muffige Moschusnote, den ich jetzt einfach mal mit rein. Es wirkt so ein bisschen oldschooler mit der Zeit. Ja, der Lavendel, der wird so ein bisschen, ja, angenehmer, wobei er hier jetzt nicht wirklich stechend ist von Anfang an, aber ich finde, das hat man auch bei Lavendel, dass es so, boah, zu brutal, zu intensiv ist. Aber es wird dann nochmal ein bisschen leichter, der Lavendel mit der Zeit. Ja, so ein bisschen gefühlt zitrisch aufgefrischt, mehr oder weniger. Aber ich finde, der hat dann irgendwie immer so ein bisschen so einen muffigen Unterton. Ich kann es nicht anders sagen, so was irgendwie, na, abgestanden, weiß nicht, so ein bisschen altmuffig, nicht so angenehm auf jeden Fall. Hinten raus kommen dann so diese trockenen, leicht rauchigen Hölzer noch ein bisschen mehr zum Tragen. Da ist der Lavendel auch schon wieder weg. Und ja, dieser leicht muffige Unterton, er wird ein bisschen besser, ist immer noch ein bisschen da. Und diese, ja, das muss ja vom Oud kommen auch, diese hölzernen, rauchigen Elemente, die sich einfach gegen Ende noch mal ein bisschen zeigen. Also, es ist so von der Wandlung her sehr, sehr spannend, sehr interessant. Es passiert viel, vor allem über einen relativ kurzen Zeitraum so. Ist allerdings auch ein eher schwieriger Duft, also nichts Blendbeermäßiges, ne? Also Lavendel mögen viele schon wieder nicht und dann kommt dieses, ich weiß nicht, ich kann es nur als muffig bezeichnen, dann dieses, ja, wie gesagt, rauchig-holzige noch gegen Ende. Also anspruchsvoller Duft, aber dadurch auch relativ interessant, muss man ja auch wiederum sagen. War performance-technisch auch gut, ja. Letzter, der Sacro e Profano. Also ganz klar, so ein sehr typisch rauchig, leicht ledriger Safranduft. Also dementsprechend kommen da vielleicht schon so ein paar Assoziationen in den Kopf. Es ist so im Hintergrund auch schon so ein trockenes, ich würde es fast so medizinisch riechendes Holz zu erkennen. Also ja, diese Oudnote einfach. Also wie gesagt, trocken medizinisch wirkt es obendrauf, dieser rauchige, würzige, intensive Safran. Allerdings, es wird dann hier so, es wird wirklich ein sehr trockener Duft, also richtig trocken, kräftig. Es riecht so ein bisschen wie so ein, ja, mit der Zeit so ein altes Stück Holz, was schon so ein bisschen so abgesägt, paar Jahre irgendwo rumsteht, gefühlt. Bleibt auch so, er kriegt noch mit hinten raus so eine leichte süßliche Note. Es wird so ein bisschen süßlich-holzig, ne? Da denken wir alle an Oud for Greatness. Ich glaube, das war so vielleicht auch mehr oder weniger hier und da das Vorbild, wobei es mich fast schon ein bisschen mehr an den Haltan erinnert, von ein paar fastem Mal, wie ihr den getestet habt. Aber ja, hinten raus dann noch ein bisschen süßlich, holziger. Ist ein cooler Duft, muss man aber sagen, DNA-technisch jetzt halt nicht so neu, weil, ah ja, gut, das haben wir jetzt schon in hundertfacher Ausführung gehabt. Also diese typischen Safran, Oud, süßen Düfte, wie auch immer. Wobei die Süße hier am Anfang noch nicht so wirklich vorhanden ist, aber dann sich mit der Zeit ein bisschen reinschleicht. Ja, klar, ist cool, aber wie gesagt, nichts allzu Neues. Das
Muss man auf jeden Fall sagen. In dem Fall war es das auch schon wieder. Waren jetzt 4 neue Düfte. Ich überlege, was könnte ich als Thumbnail nehmen? Ich habe nämlich keine Flakons. Mal gucken, was wir da machen. Ansonsten, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Noch einen, in dem Fall, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.